Sprechen wir darüber. Aus Sharm el-Sheikh zugeschaltet ist die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Frau Neubauer, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Die Verhandlungen um das Abschlussdokument ziehen sich also weiterhin. Die Klimakonferenz ist deshalb nun mal offiziell zumindest bis Samstag verlängert worden. Wie bewerten Sie denn den bisherigen Verlauf des Weltklimagipfels? Naja, zunächst einmal stellen wir fest, dass die Grundlage, auf der hier behandelt wird, nämlich das globale Vertrauen, jeden Tag weiter bröckelt. Denn die reichsten Staaten der Welt, inklusive Deutschlands, haben bis zu dieser Konferenz nicht auf die Kette bekommen, das Mindestmaß an Zusagen einzuhalten. Deswegen sich berechtigterweise der Rest der Welt fragt, was machen wir hier eigentlich noch? Was sind eure Worte wert? Und mehr als Worte kann so eine Konferenz ja nicht sein. Das ist ja das große Problem. Deswegen muss man diese Worte mit Bedeutung und mit Taten aufladen. Wir haben natürlich gesehen, dass zum Beispiel das Loss and Damage überhaupt hier behandelt wird, also diese Klimaschadensersatzzahlung. Das ist wichtig, darf aber in keiner Sekunde darüber hinwegtäuschen, dass in dem Augenblick ja die Klimakrise und auch die Schäden, die entstehen, weiter befeuert werden. Und zwar in historischen Ausmaßen. Die Emissionen rasen in die Höhe und überall auf der Welt werden neue fossile Projekte geplant und auch vorangetrieben vom globalen Norden wiederum, der eigentlich gefragt wird, damit ganz schnell aufzuhören. Wer steht denn Ihrer Meinung nach da besonders auf der Bremse oder andersrum gefragt, welche Rolle spielt denn Deutschland in diesem Konzert? Deutschland hat sich letztendlich jetzt ein bisschen bewegt. Deutschland spielt ja keine gute Rolle grundsätzlich, denn wir halten unsere Klimaziele nicht ein. Deutschland plant weitere fossile Expansionen inklusive einem neuen Gasfeld im Senegal, was eine direkte Unterwanderung der letzten Klimazusagen aus Glasgow ist. Das ist natürlich gar nicht hilfreich, doppelterweise nicht. Und dazu kommt eben, dass auch Deutschland es nicht geschafft hat, ausreichend Finanzmittel bisher bereitzustellen. Und gleichzeitig sind wir ein Land, was ganz klar und offensichtlich für die ganze Welt zahlungsfähig ist. Wir haben die Gelder, eine Flut im Ahrtal hat 30 Milliarden Euro vom Staatshaushalt in Anspruch genommen. Dann stellt natürlich hier eine Zusage von ein paar mehr 100 Millionen da irgendwie ganz doll im Schatten. Jetzt bewegt sich aber was und wir sind aus Deutschland endlich das Signal, dass in Sachen Loss and Damage was vorankommt. Aber wir sind da natürlich, wir gucken dann auch nicht weg, wenn es darum geht, mit den anderen Sachen auch abzuschließen, also aufzuhören, weiter die Fossilen voranzutreiben. Das geht nur beides. Und auch da ist Deutschland bisher noch nicht annähernd vertrauensvoll und verlässlich genug. Jetzt geht ja der Gipfel in die Verlängerung wegen der Abschlusserklärung, die man noch nicht finden konnte. Aber wie müsste die aussehen, diese Gipfelerklärung mit einer Signalwirkung für einen angemessenen Klimaschutz? Haben Sie da Vorschläge? Naja, da müssen wir ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Was kann so eine Abschlusserklärung leisten? Ich meine, ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar. Wir sind ja hier mit 30.000 Deutschen in Ägypten. Seit 27 Klimakonferenzen wird jetzt die Klimakrise verhandelt. Und man hat es immer noch nicht geschafft, selbstverständlich das Wort fossile Energien in so ein Abschlussdokument reinzubringen. Das wäre jetzt das zweite Jahr, in dem das passiert. Und das in einer Krise, die von fossilen Energien verursacht wurde. Also das Rumgetänzel hier, die Verrätselung der eigentlichen Krise, die eigentlich sehr offensichtlich ist, das passiert hier die ganze Zeit. Und die COP alleine kann nicht das leisten, was geleistet werden muss. Dafür müssen Regierungen liefern, wir müssen auch die Bundesregierung liefern, dafür müssen wir von unseren Emissionen runterkommen, aus der Kohle aussteigen und so weiter und so fort. Ein wichtiger Teil von so einer Abschlusserklärung müsste auf jeden Fall diese Klimaschadensersatzfrage sein. Man müsste sich darauf einigen, dass alle fossile Energien beendet werden müssen. Also das Ende der fossilen Ära muss eingeläutet werden mit dieser Abschlusserklärung. Und das heißt eben auch festzustellen, der Höhepunkt der globalen Emissionsentwicklung muss 2025 eintreten. Und dann muss es runtergehen. Daraufhin müssen alle hinwirken, ob sie das jetzt super finden oder nicht. Wenn uns an unserem Planeten, an unseren Lebensgrundlagen, an der globalen Gerechtigkeit noch irgendwas gelegen ist. Den Fonds zum Ausgleich der Klimaschäden für die ärmeren Länder, den haben Sie ja bereits angesprochen. Glauben Sie, dass da jemals wirklich Geld fließt? Ja, das ist genau der richtige Punkt. Also Zusagen für Finanzierung gab es schon immer. Und man hat ja schon mal so ein Finanzinstrument aufgesetzt. Das hieß der Green Climate Fund und das war eine komplette Katastrophe. Da haben dann halt die reichen Staaten gesagt, Leute, wir geben euch das Geld hier. Und dann kam nichts. Und danach
fragt man sich, was bringt so eine neue Ankündigung? Was wir aber auch wissen, ist, dass das, was letztendlich unbezahlbar ist, ist jetzt nicht zu zahlen. Das muss auch das deutsche Finanzministerium wissen, das muss auch die EU wissen, das muss auch die USA wissen. Wenn jetzt kein Geld bereitgestellt wird, um die Staaten, die am allermeisten von der Klimakrise betroffen sind, jetzt zu schützen, dann rutscht da etwas ab, was unwiderruflich verloren ist. Und wir reden ja jetzt schon von Inselstaaten, die umsiedeln müssen. Wir reden jetzt schon von ganzen Ortschaften, von ganzen Landstrichen, von ganzen Teilen des Planeten, die nicht mehr bewohnbar sind. Da muss richtig geholfen werden, um Katastrophen zu verhindern, die wir uns nicht ausmalen können, die eben am Ende des Tages ja immer und immer und immer teurer werden. Es ist ja nicht irgendwie ein schwarzes Loch, in das man Geld reinpackt, sondern was hier probiert wird mit diesem Finanzmechanismus, ist im Endeffekt aufzuhalten, was eine Katastrophenspirale sondergleichens ist. Und dafür braucht es dann eben im Zweifel auch Mechanismen, die Finanzierung oder Zahlung verpflichtend machen oder einklagbar machen oder wie auch immer eine Art Accountability schaffen, dass sich dieses Rumgedruckse hier endlich mal auflöst und der globale Norden liefert und aufräumt das, was sie verbrochen haben. Denn es ist ja so, die Klimakrise, die wurde von den reichsten Staaten der Welt zum allergrößten Teil verursacht. Und da müssen jetzt auch die Schäden begleichen. Dann hoffen wir mal alle, dass Sie halbwegs zufrieden aus Sharm el-Sheikh dann am Ende zurück nach Deutschland kommen. Luisa Neubauer, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne, gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.